Hallo, ich bin Carsten bei Haltern. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich heute gerne ein Stück begleiten. Also ich bin heute mal wieder auf der Suche nach einem Feuerwachturm. Diesmal bin ich in der Hohen Mark unterwegs. Ganz genau nennt man hier dieses Waldstück auch Granat. Also woher dieser Name kommt, weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall so, dass wir als Kinder oder als ich jung war, dass es da dann am Wochenende schon mal hieß, ja komm, wir fahren in Granat. Damit war dann hier dieses Stück zwischen Haltern und Reken und Dorsten-Wulfen gemeint. Ja, gestartet bin ich heute am Naturwildpark Granat. Den werde ich mal auch hier unten in der Infobox verlinken, weil ich finde den Wildpark ganz schön. Da gibt es einiges an Tieren zu sehen. Man kann Rehe füttern und eigentlich ist der Wildpark nur ein großes Freigehege, in dem Rehe frei laufen und man die Rehe da auch füttern kann. Ich denke, ich werde im August, bin ich mal eine Woche im Urlaub bei meinen Eltern hier, dann werde ich mal eine Tour durch den Wildpark machen. Ja, ich habe mir hier die Tour am Reißbrett selber erstellt. Von daher weiß ich jetzt auch gar nicht so genau, ob ich irgendwelche interessanten Wege erwische oder ob ich einfach nur irgendwelche Waldwege gehe. Von dem Feuerwachturm weiß ich gar nicht so viel. Ich habe nur mal ein Video von Tino, TA Pictures, schöne Grüße dahin, mal gesehen, wie er dahin gelaufen ist. Ich glaube auch vom Nature Man oder mit dem Nature Man war er mal zusammen auch mal da. Und da kam mir natürlich die Idee, weil es von mir auch nicht so weit weg ist, auch diesen Tour mal zu besuchen. Ja, ich muss sagen, die Strecke, die ich mir hier am Reißbrett rausgesucht habe, gefällt mir echt ganz gut. Bis jetzt sind es größtenteils so kleine Waldpfade, die gar nicht mehr so großartig als Wege zu erkennen sind. Macht natürlich Spaß, so zu laufen. Auch wenn hier das Unterholz doch recht dicht ist. Und ich weiß, dass ich hier im Wildschweingebiet unterwegs bin. Ist jetzt zwar nicht mehr so ganz die Zeit mit den Frischlingen, aber trotzdem quatsche ich die ganze Zeit ein bisschen mit mir selbst. Dass ich hier ja niemanden erschrecke. Und da vorne liegt mal wieder jede Menge Zeug im Weg. Ja, und auf einmal liegt hier auf diesem Weg
jede Menge geschnittenes Gestrüpp oder junge Bäume, aber wirklich alles geschnitten. Ich denke mal, das wird hier gemacht, um den Weg von Mountainbikern freizuhalten. Ist natürlich jetzt schwer hier durchzukommen. Mal schauen, ob ich hier außen rumkomme. Eine Rückegasse. Kennt ihr einen Wohnzimmerwald? Und wenn es ihn nicht gibt, also der hier sieht für mich schon fast aus wie ein Wohnzimmer. So aufgeräumt, wie es hier ist. Das ist auf jeden Fall, denke ich mal, heute eine der leichteren Touren. Es sind nur 10 Kilometer und so nennenswerte Steigungen habe ich bis jetzt nicht gehabt. Und bis auf den Gang auf den Feuerwachturm gleich erwarte ich auch keine nennenswerten Steigungen heute. Und wisst ihr, was an diesem Reitenverbotenschild so witzig ist? Hängt ein bisschen hoch, würde ich sagen. So, jetzt sind wir langsam am Turm angelangt. Ich bin mal auf die Aussicht gespannt. Ich weiß gar nicht, ob man es auf der Kamera erkennen kann. Also da hinten am Horizont haben wir jetzt das Chemiewerk in Mahl. Die Degussa, ehemalige Hülz AG. So, dann in der Richtung im Dunst würde dann jetzt das Kraftwerk Scholven liegen. Bin mir nicht ganz sicher, aber da dieser weiße Kasten, den man da hinten zwischen den beiden Windrädern sehen kann, das müsste das Iglo-Werk in Regen sein. Ja, und da hinten der Fernsehturm ist dann der Fernsehturm Haltern an der Granatstraße. An dem bin ich vorhin vorbeigefahren, als ich zum Parkplatz gefahren bin. Naja, bei dem riesigen Wetter habe ich jetzt auch nicht allzu viel erwartet. Ich würde sagen, wir gehen mal weiter. Ja, jetzt bin ich wieder unterwegs.
und muss sagen, ich weiß, warum ich auf so kleinen Pfaden eigentlich ungern eine kurze Hose anhab. Hat sich jetzt auch wieder bestätigt. Ich habe in der Pause dann jetzt meine Beine abgesucht und naja, drei Zecken gefunden. Aber die kann man ja entfernen. Oh, schon wieder liegt ein Baum hier quer über dem Weg. Ja. Der Nachteil, wenn du einfach am Computer den Weg planst, ist natürlich, du weißt natürlich nichts über die Wegebeschaffenheit. Und jetzt alle Wege, die eingezeichnet sind, sind ja nicht unbedingt Wanderwege. Und dementsprechend heißt es auch noch lange nicht, dass, wenn ein Weg eingezeichnet ist, dass der überhaupt noch existiert. Deswegen muss ich jetzt eine kleine Umleitung gehen, weil da hinten war gerade Schluss. Da war dermaßen zugewachsen, das war so dicht, da muss ich mich nicht, vor allem nicht mit kurzer Hose, nicht durchschlagen. Aber ist nicht schlimm. Der Weg hier ist schön und glaub, so riesig wird der Umweg jetzt nicht. Ich bin gleich am Auto wieder zurück. Ich muss sagen, ist echt eine schöne Tour. Lohnt sich. Kann man auch, denke ich mal, ganz gut mit dem Naturwildpark Granat verbinden. Entweder vorher oder hinterher. Ich muss sagen, ist jetzt nicht allzu weit und auch nicht allzu anstrengend. Sind wirklich wenig Höhenmeter und von daher eigentlich wirklich gut zu kombinieren mit dem Wildpark. Ja, wie gesagt, ein kleines Stück der Strecke kann man gar nicht mehr gehen. Da muss ich sagen, habe ich aber auch kein großes Problem mit. Ich habe ja die Tour jetzt auf dem GPS aufgezeichnet und werde dann die abgeänderte Tour hochladen, sodass man problemlos den Weg nachlaufen kann. Aber auch so sollte es eigentlich kein großes Problem sein, weil wenn man einfach auf dem Weg weiterläuft, den man bis zu der Stelle gelaufen ist, kommt man problemlos dann irgendwie auch wieder auf den geplanten Pfad und sollte somit den Weg wiederfinden. Ja, ich gehe dann jetzt zum Auto. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir auf jeden Fall, war wirklich eine schöne Tour über versteckte Pfade. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
rote Fleck ist mein Auto.